Ja, weil das eine ganz wichtige Sache ist, besonders auch für die junge Generation von Künstlern, Musikern, Songwritern, für ihre kreative Arbeit auch vergütet zu werden, gerecht vergütet zu werden. Und das Internet, bei allem, was man an Positiven auch sagen kann, aber es ist immer noch ein großer Teil, es ist eine Grauzone und die Politik muss einfach auch Wege finden, dass eben auch die Rechte der Urheber da wirklich entsprechend verbessert wird.